KF bekommen. KF braucht Verstärkung. Auf einem verlassenen Bahngelände wird eine Frauenleiche gefunden. Okay, tschüss. Die Kollegen haben den Ehemann schon informiert. Er ist auf dem Weg ins KF. Das Opfer, Susanne Kreuzig, dreifache Mutter. Was haben die hier in so einer Gegend gemacht? Das war doch mal früher Nachtclub, oder nicht? Ja, das ist aber schon länger her. Ein ziemlich übler Schuppen wurde damals von den Kollegen dicht gemacht. Naja, also das Pärchen, das die Frau hier gefunden hat, die waren hier auf dem Parkplatz zum Fummeln. Auch ganz schön geschockt, die Leute. Ja. Hallo, Doc. Hallo zusammen. Ja, Michael, was ist mit dir passiert? Ach so, wir hatten eine ziemlich harte Festnahme von so einem Bankräuber ein paar Tage her. Gesicht geht schon wieder, aber das Knie ist ganz schön hin. Aber ich denke, dass sie es schlimmer angetroffen hat. Kannst du schon irgendwas zur Todeszeit sagen? Zwischen 20 und 22 Uhr gestern Abend. Okay. Schädelfraktur. Und das da spielt eine entscheidende Rolle dabei. Ja, das Blut dran. Mögliche Tatwaffe. Das muss sofort ins Labor, ja? Sie hat auch noch Hämatome am Nacken und am Hals. Also muss sie jemand gepackt haben und zu Boden geworfen haben. Und dann der Stein. Okay. Also, im Portemonnaie ist kein Geld. Die Handtasche ist durchwühlt und das Handy fehlt. Also ganz ehrlich, das sieht aus wie ein astreiner Hauptmord. Weiß nicht. Natürlich möglich, aber guck mal, sie hat noch einen Ring an. Doch, guck doch mal, ist das ein Ehering, der goldene da? Sieht so aus. Jochen Forever. Sie war doch gestern Abend beim Fitness. Mit Kerstin. Ich verstehe das nicht. Wer ist denn Kerstin, bitte? Kerstin Müller. Die beste Freundin meiner Frau. Und das hier, das ist sicherlich alles ihre Schuld. Wieso? Wie meinen Sie denn das? Kerstin hatte immer irgendwelche total ausgeflippten und kindischen Vorschläge. Und Susanne hat das immer alles mitgemacht. Und was hat das mit dem Mord zu tun? Sie hat meine Frau sicherlich in diese miese Gegend hier geschleppt. Das ist alles ihre Schuld. Was könnte Ihre Frau hier gewollt haben in dieser Gegend? Ich weiß es nicht. Gab es vielleicht einen anderen Mann? Nein, nein. Also wenn ich eins mit Bestimmtheit sagen kann, dann dass Susanne mir immer treu war. Okay. Wir haben uns vertraut. Hier. Das ist kurz nach der Geburt unseres dritten Kindes. Wir waren glücklich und wir haben uns geliebt. Sasi, können wir das Foto behalten? Wir brauchen es für unsere Ermittlungen. Danach kriegen Sie es natürlich zurück. Selbstverständlich. Gut. Sie haben gesagt, Ihre Frau war gestern beim Fitness. Ja, ich habe gestern Abend noch versucht, sie anzurufen, weil unser Jüngster Husten hatte. Aber sie ist nicht rangegangen. Und da haben Sie sich keine Sorgen gemacht? Nein, ich habe danach Kerstin angerufen. Sie sagte, die beiden wären gerade aus dem Fitnessstudio raus und meine Frau wäre auf dem Weg nach Hause. Und wie spät war es da ungefähr? 10:30. Gut, dann werden wir jetzt erstmal mit dieser Kerstin Müller reden. Haben Sie die Adresse für uns? Ja, die habe ich. Also wenn die Freundin der Toten behauptet, dass die beiden um 10:30 zusammen aus dem Fitnessstudio gekommen sind, kann das nur gelogen sein. Ja. Zu diesem Zeitpunkt war das Opfer schon mindestens eine halbe Stunde tot. Genau. Und warum lügt sie? Hallo Alex, was gibt's? Ich habe mit dem Fitnesscenter gesprochen, bei dem die beiden Frauen gestern angeblich waren. Angeblich? Was meinst du damit? Ja, das heißt, dass sie nicht dort waren. Dieses Studio hat 24 Stunden geöffnet und jedes Mitglied muss sich mit seiner Karte registrieren lassen. Das haben die beiden nicht getan. Die beiden Frauen haben sich gestern nicht registrieren lassen. Das haben sie nicht nur gestern Abend nicht getan, sondern schon seit Wochen nicht mehr. Sie waren anscheinend schon seit längerem nicht mehr dort. Habt ihr denn mittlerweile das Handy der Toten geortet? Hab ich versucht, leider ohne Erfolg. Ja, sehr schade. Ich besorge mir jetzt mal ein paar alte Akten über den Nachtclub, wo das Opfer gefunden wurde. Vielleicht finde ich ja noch was raus. Ja, alles klar. Dann mach das mal. Und wir hören uns später. Ciao. Ciao. Ja, die Frage ist jetzt, wo waren die Frauen, wenn sie gestern nicht im Fitnessstudio waren? Und warum hat die Freundin mir Ehemann angelogen? Also meines Erachtens kann da nur ein Typ dahinter stecken. Aber ich bin mal sehr gespannt auf das Gespräch mit dieser Kerstin Müller. Richard, schau mal. Bitteschön. Alex, was gibt's?
kann es doch gar nicht glauben. Sie war doch meine beste Freundin. Und warum haben Sie dann gelogen? Ja, Sie haben dem Ehemann gegenüber doch geäußert, dass Sie bis 22.30 Uhr mit der Toten in diesem Fitnesscenter waren. Stimmt das? Na klar waren die im Fitnessstudio. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Wo das Problem ist, das kann ich Ihnen erklären. Das Opfer verstarb mindestens eine halbe Stunde vor 22.30 Uhr. Und das genau am anderen Ende der Stadt. Ja, wir waren nicht im Fitnesscenter. Wir wollten was Neues ausprobieren. Es fehlte was in Susis Leben. Ja, ein anderer Typ? Nein. Nein, es war. Es war Zärtlichkeit. Zärtlichkeit? Zärtlichkeit? Ja, Streicheln, Berührungen, Liebkosungen. Ja, also doch ein anderer Typ. Nein! Susi und ich, wir waren zusammen auf Kuschelpartys. Fünfmal schon. Kuschelpartys? So, was redest du hier? Wart ihr im Swingerclub oder was? Nein! Auf Kuschelpartys geht es darum, mit Fremden Zärtlichkeiten auszutauschen. Sex ist sogar verboten. Du redest ja gerade so einen Scheiß zusammen, weißt du das eigentlich? Ich wusste, dass du es nicht verstehst. Drum habe ich auch nichts gesagt. Ich habe das nur für Susi gemacht. Ist schon klar, Kerstin. Ich bin weg. Ja, ich würde nicht anders reagieren, glaube ich. Und diese Kuschelpartys, die fanden dann wahrscheinlich in dem Nachtclub statt, vor dem wir ihre tote Freundin gefunden haben. Ja? Und sie haben ihr für die Zeiten immer ein Alibi gegeben. Ja, wir hatten so eine Abmachung. Susanne wollte auf keinen Fall, dass ihr Mann was von den Kuschelpartys erfährt. Ja, verständlicherweise. Und die Geschichte mit dem Fitnessclub, das war einfach nur die Ausrede, ja? Wie lange gingen denn diese Partys abends immer? Bis 7:45. Das Ganze wurde immer von einem Kuschellehrer geleitet. Dirk Wirnig heißt er. Und Sie waren gestern mit Ihrer Freundin zusammen dort, ja? Nein. Wie nein? Sie haben doch gerade eben... Nein, wir haben uns direkt vorher gestritten. Ich wollte da nicht mehr hingehen. Ich wollte mich nicht mehr von wildfremden Menschen anfassen lassen. Und schon gar nicht von diesem Dirk. Susi aber schon. Ja, und warum? Sie hat das alles total verinnerlicht. Oh, unsere berührungsarme Gesellschaft und alles, was Dirk so erzählt hat. Sie hat ihm das alles geglaubt. Tja. Kommst du mal kurz. Ich habe gerade mit Alex telefoniert. Dieser Nachtclubbesitzer von damals, ein gewisser Dirk Wirnig. Dirk Wirnig? Ja, genau. Ist ein Kumpel von dir da was? Ja, das kann man so nicht sagen. Aber das ist der gleiche Typ, der auch diese Kuschelpartys betreibt. Den holen wir direkt mal ins Kommissariat. Ja, das machen wir. Ich kann Ihren Argwohn verstehen. Kuschelpartys sind nicht jedermanns Sache. In unserer berührungsarmen Gesellschaft haben Sie nicht den richtigen Platz. Dabei wäre das für das seelische Wohlbefinden genau das Richtige. Naja, wenn Sie das so sagen, aber für Ihr sogenanntes Wohlbefinden haben Sie ja früher eher Drogen und Frauen genommen, nicht wahr? Ja, eine dunkle Zeit, voller Schmerz und Angst. Das ist jetzt vorbei. Ich hatte nämlich eine Erleuchtung. Ja, genau, als wir Ihren Club zugemacht haben, oder? Ja, da bin ich Ihnen sehr dankbar dafür. Wissen Sie, ich bin Cuddle Lifeguard aus Überzeugung, nicht aus Verzweiflung. Cuddle Lifeguard? Der Fachausdruck. Ausbildung in San Francisco. Cuddle Lifeguards sind dafür da, einen heiligen Raum zu schaffen, dass die Teilnehmer sich wieder als Kind fühlen können. Wir sind dafür da, dass die Regeln eingehalten werden. Mhm. Zum Beispiel kein Sex? Ja, zum Beispiel. Wissen Sie, was den meisten Menschen wirklich fehlt, ist nicht Liebe oder Sex, sondern Zärtlichkeit. Und das kriegen Sie bei mir auf meinen Partys. Ja. Kennen Sie diese Frau? Ja. Ja, die ist seit einigen Malen dabei. Jetzt, nachdem die ersten Hemmungen überwunden sind, ist sie sozusagen auf dem richtigen Weg. Der Weg dieser Frau ist vorbei. Sie wurde ermordet. Unsere Gesellschaft ist so voller Verirrungen und Schmerzen. Ist sie vielleicht mit einem der Kursteilnehmer intim geworden? Herr Kommissar, ich habe Ihnen gerade eben gesagt, Kuschelpartys haben nichts mit Sex zu tun, sondern mit Zärtlichkeit.
Aber da... da war etwas. Ja, was denn? Jetzt machen Sie es doch nicht so spannend. Sie hat immer mit dem gleichen Mann gekuschelt.